Kommt ja immer die unsägliche Frage, was hast du für Equipment dabei? Was nimmst du da und wie sieht das aus? Ich frage mich immer, warum das so wichtig ist. Ich mag gar nicht immer so viel über mein Equipment reden. Das Tolle an der Tasche ist eigentlich, dass sie groß ist, wenn man sie groß braucht, und klein ist, wenn sie klein sein soll. Das dehnt sich irgendwie, also die Tasche fällt in sich zusammen, wenn nichts drin ist. Und wenn man was reinpackt, dann wird sie größer. Und trotzdem ist sie statisch. Also das Material ist wirklich sehr geil, sehr weich und so. Ja, ich glaube, ein Fotograf ohne Taschenfetisch ist kein Fotograf, kein richtiger. Das ist, als wenn eine Frau nicht auf Schuhe steht. Ich habe ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die mir bei anderen Taschen negativ aufgefallen sind. Zum einen hat die Tasche einen wunderschönen Boden. Normalerweise kenne ich das, du stellst eine Tasche auf die Erde und die kippt um, permanent. Fallen die irgendwie um. Das macht diese Tasche nicht. Die bleibt stehen. Das war die erste Tasche, die ich erlebt habe, die weich ist, ja, die total weich und griffig ist. Das finde ich halt total geil. So. Und die trotzdem auf dem Boden stehen bleibt. Die passt sich an. Ich mag unglaublich gerne, dass sie sich verändert. Ich mag die Tasche, verändert sich mit jedem Tag. Je mehr du sie, du nimmst sie mit an den Strand, du nimmst sie in die Sonne und im Wasserfall, ja, und Sie verändert sich und ich mag das, wenn eine Tasche lebt und wenn sie nicht ewig aussieht wie so ein neues Ding. Und die Tasche, die trägt jeden Kratzer mit Würde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich mag das, dass die auch nach kurzer Zeit anfängt, Patina zu entwickeln und nach kurzer Zeit anfängt, irgendwie sich von der neuen Tasche zu unterscheiden. Was ich sehr mochte, waren diese kleinen Verschlüsse hier an der Seite. Da vergessen komischerweise auch viele Taschenhersteller das Ding hier, dass es da nicht reinregnet. Ne? Und wenn es nass wird, dass es in die Seite nicht reingeht. Das mochte ich. Ja, und es ist halt so viele kleine Schächtelchen, Täschelchen, Fächlein und so. Die funktionieren alle gut. Da habe ich viel reingekriegt. Ja, ich mag das Ding.